Ja, wir ziehen uns jetzt ein Video von Jarius Lee rein, so ja. heißt der Kanal. Und da wird ein alter Stasi-Bunker geöffnet. Der war viele, viele Jahre komplett zu und man sieht im Video am Anfang schon, das habe ich schon gesehen, den Anfang, dass die Platten weggemacht werden und die gehen das erste Mal dann rein, weil irgendein Besitzer hat es, glaube ich, dann irgendwie gekauft und dadurch irgendwie so. Auf jeden Fall richtig geil. Ja, habe ich richtig Bock auf das Video. Wir schauen mal rein. Da stand ja eben, dass es bei Berlin ist. Ach so? Mielke Bunker bei Berlin steht da. Da bin ich mal gespannt. Ah ja. Guck, da war nicht perfekt. Ist das geil. Das ist ja geil. Wie cool ist das? Oh ja, kühl und modrig. Das ist phosphorizierend. Bei Ausfall der Lampen hatte man dann hier immer noch... Da ist noch Strom drin, ja? Okay, warte, nee, dann ist es folgendermaßen. Ich glaube, im Text stand irgendwas mit Besichtigungen auch mal gewesen. Vielleicht schützen die auch den Bunker so den Eingang. Ah, warte mal, ich kann ja mal vorlesen, was in der Beschreibung steht. Für uns wurde ein alter, auch bekannt unter dem Namen Mielke Stasi-Bunker geöffnet, bevor er in einen langen Winterschlaf geht. Genau genommen wurde der Bunker verkauft und bis dato hat man noch keine Ahnung, was damit passieren wird. Vor einigen Jahren konnte man hier noch Führungen machen. Mittlerweile ist er komplett dicht und wartet auf sein Schicksal. Wir durften uns frei im Bauwerk bewegen und haben für eine kommende Lost Place Dokumentation gedreht. Ich hab's mir natürlich nicht nehmen lassen und bin auch mal kurz mit meiner Kamera durch. Oha. Krass. Naja, wir gucken weiter. Ich eng feucht und dreckig werden. Oh ja. Robin? Natürlich. Das ist ja Abenteuer pur, ne? Wenn er da einfach so langlaufen darf, quasi. Nehmen wir das hier, oder? Das ist schon cool, ey. Geh da nicht rein, das ist eine Falle! Ui, das ist schön. Ich glaube, da möchte ich dann hinunter. Ach. Oder machen wir es gleich? Nö, jetzt. Also Stand der Dinge, Freunde, wir sind ja gerade in einem alten Stasi-Bunker in Brandenburg, mein Lieblingsreich. Hier haben wir ein schönes Loch gerade gefunden. Und was macht man, wenn man schöne Löcher findet? Man klettert hinein. Oh Junge! Oh Gott. Bitte mach keinen auf Luke. Bei mir ist es lustig, weil ich habe eigentlich eine Gipshand. Was heißt denn eigentlich? Du hast eine Gipshand. Warum kann ich keine Hobbys haben, die normal sind? Nein, ich muss immer da rumkrallen. Leck mich doch am Zückerli. Leck mich doch am Zückerli! Oh fuck. Oh mein Gott. Sieht nach Abwasser aus. Oh mein Gott. Naja. Ey, das ist ja cool. Von nix kommt nix, oder? Also. Das wäre ja der letzte Gang, in den ich reingehen würde. Ich würde da sofort reingehen, das ist ja richtig geil. Nee, Mann, Alter, da kriege ich Beklemmung. Das ist ja... Boah, ne. Das ist ja richtig geil. Also, Freunde, macht uns bitte niemals nach. Guck dir mal an, er ist ja richtig schmal. Und wie... Der wird, selbst er würde da kaum reingehen. Ich glaube, wir passen... Also, ich passe auf gar keinen Fall rein. Ich bin nur eine Gipshand hast. Ja, im Leben nicht. Guck dir das mal an. Die schmale Schulter da. Würde ich im Leben nicht reinpassen. Ja, muss ich feststellen, dass das kein Ende nimmt. Also, schauen wir uns lieber andere Sachen an, wenn wir nur 10 Minuten Zeit haben. Warum mache ich so einen Scheiß immer? Sag mir das bitte. Ich gehe mal davon aus, dass da keine Menschen reinpassen sollen eigentlich. Kurze Nebeninformation. Der ist nicht gebrochen, sondern ich habe mit meinem Finger eine Sehne wurde genäht. Also man kann ihn benutzen. Irgendwie. So halbwegs. Okay. So, das heißt, das hier ist jetzt die erste Warteschleuse eigentlich. Da sind so richtig schöne Sessel, oder? Denke, oder?
Soll ich dir was sagen? Du hast eine echt schöne Weste. Dankeschön. Ja, das war in der Warte drauf. Wir mussten warten, bis die Schleuse geöffnet wurde. Ja, beginnt die Schleuse um. Angeblich hat so eine Tür ein paar Tonnen. Ja, was heißt angeblich? Die sieht schon so aus, als ob die ein paar Tonnen hat. Aber, wie unser Bunkertür noch, schön geschmiert. Ja. Das knarrt nicht mal. Wobei ich glaube, dass die noch dicker ist als unsere. Ja, ja, ja. Das heißt, dann ist man da rechts gegangen. Was? Da gab's dann die erste Dusche. Wo man sich den ganzen Dreck einmal irgendwie runtergehen, waschen hat, wenn man noch solche Schutzanzüge anhatte. Das wäre der perfekte Ort für eine Hundefensur. Aber nicht mit mir. Wie der Kaiser mit dem. Wie ist sein Name, weiß ich nicht mehr. Ja, genau, richtig. Hier durfte man sich dann ausziehen und das ganze ranzige Gewand da entsorgen wahrscheinlich. Dann ist man dann weitergegangen. Alles durchdacht. Also ist scheinbar wirklich auch ein Atomschutzbunker, so wie das aussieht. Übrigens, hat dann irgendwie das okay bekommen, hat man wieder weiter dürfen. Und da hat man dann normal duschen können. Da hat man dann noch die ganzen Anschlüsse. Da hat man dann normal geduscht. Bitte, kannst du durch. Dann ist man da weiter. Da ist die Tüdelmusik immer da, geht mir ein bisschen auf den Sack. Alter. Und dann kann man in die zum Arzt, zum Sanitäter, wie auch immer. Und hier wurde dann entschieden, ob man entweder sterben muss, dann wurde man in einer von diesen Räumen da hineingelegt. Dann hat man auf Glück gesagt eigentlich auf seinen Tod gewartet, was irgendwie ziemlich traurig ist. Aber leider Naja, geht ja darum, das ist ja Strahlenschutzbunker, ne? Also ich denke mal, das geht dann darum, ob du dann halt so verstrahlt bist, dass du halt, ja, das nicht überleben kannst. Dann wirst du halt einfach weggelegt, bis du halt tot bist. Gar nicht so lustig. Ja, gut. Ja, aber so war es halt wahrscheinlich. Aha. Oder man wurde eben hier ein bisschen verarztet und verwundet. Oder man wurde direkt weitergeschickt. Ja. Und dann ging es hier in den Bunker. Jetzt würde mich ja mal interessieren, ob da noch so ein bisschen Möbeljahr drin ist. Möbeljahr. Genau. Ah, das war der Speisesaal, gell? Übrigens, ja. Nach was riecht das? Schweinsbraten. Leicht verschimmelt, aber was riecht das? Schweinsbraten. Das war die Küche. Ah ja, wie Küche. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so viel gekocht wurde und geschmeckt hat. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Hocker-Kocher, Kaffeemaschine. Ja, siehst du, das ist ja Kaffee. Diese Türen, verdammt. Ja, also, was ich nicht verstehe, warum die Türen da alle so dick sind. Also ich verstehe, dass ja die Eingangstüren... Stimmt. Aber warum sind die Türen sonst auch so unnötig dick? Hätte man auch normale Türen nehmen können, oder nicht? Oder gibt es dann so viele getrennte Systeme, so Rückzugspunkt für Rückzugspunkt? Vielleicht. Keine Ahnung. Auch für... Weiß ich nicht, für Invasion quasi, dass du dann... Ja, dich die Leute ja. zurückziehst und dann... Keine Ahnung. Ui, geht nicht zu. Ich kann nicht mal einsperren, die Tür geht nicht zu. Man sieht dann auch schön hier die alten Dichtungen und die sind mittlerweile so hart und spröde, dass man diese Türen gar nicht mehr zubekommt. Überall phosphorisierende Wandfarbe, das heißt, die leuchtet im Dunkeln nach. Der Bunker ist eigentlich riesengroß und mit riesengroß meine ich riesengroß auf zwei Ebenen mit extrem vielen Notausstiegen und Eingängen und Halleluja. Unten war eher der technische Teil, das sind diese ganzen Lufttanks und die Schaltzentrale und das ist sicher alles. Wie gesagt, der Bunker wurde, glaube ich, bis 91, 92 verwendet und seitdem steht er dann leer und er wurde für uns heute geöffnet. Also richtig geil. Aber wie man sieht, es wurde halt wirklich schon alles geplant, aber wirklich alles.
Die alten. Was wurde das? Gefladert, hat er gesagt oder so? Gefladert? Wahrscheinlich geflattert. Also. Leichenflatterei, so, also. Rausgeklaut, meint er? Ja, oder was? Wahrscheinlich sowas, ne? Geklart, gefladert, gestohlen. Ah ja. Aha. Da sind unsere Österreicher. Kisten. Das ist immer schön, sowas zu sehen. Also schön. Gefladert. Geschichtlich gesehen. Ah, da sind diese Betten wieder. Boah, sind die schön. Oh, das ist interessant. Die ganzen Betten hängen auf Federn, sieht man da oben. Das heißt, wenn irgendwo eine Bombe eingeschlagen ist, wie auch immer, und das ganze Gebäude hat gebebt, dann sind die Betten halbwegs zurückgeblieben. Aber heilige Scheiße. Sie alle leben auch schon. Stimmt, Lüftungssystem ist ja nicht mehr an. Verlassen sind. Anni, 10 Euro Wette. Einmal drüber lecken. Für 10 Euro? Ja. Nein. Man kann das ganze Bett hier wackeln lassen. Das ist ja wild. Aber es geht ja nicht hier drinnen. Was passiert eigentlich, wenn man solche Notaste drückt? Das passiert doch irgendwas? Feueralarm. Ich weiß nicht. Ich dachte, er bringt es. Ich dachte auch, cool, Alter. Das wäre ja lustig. Muss ich mal anschauen. Oh, ist das verschimmelt alles? Das lebt. Boah, das ist. Boah, das stinkt hier drin. Tja. Ey, da muss halt mit Atemschutz rein, ne? Das ist ja richtig krank. Hallo, was machen Sie hier? Könnt ihr euch bitte vorstellen, wenigstens? Hallo, mein Bruder, hallo. Das ist das Team für die OnlyFans-Folge. Eindeutig ein alter Kontrollraum. Oh Mann. Schaltraum, Kontrollschaltraum. Da hast du deiner Kreativität freien Lauf lassen. Hast du die... gut gestoppt. Hast du die Sky-Serie Tschernobyl gesehen? Nein. Unbedingt mal reinziehen, das erinnert mich übelst daran. Okay. Die ist richtig gut übrigens. Also die ist wirklich gut. Zieht euch die rein. Okay. Mach es, Anni. Tu es! Okay. Quittierung Hupe. Umluft. Es sieht halt wirklich aus wie aus einer anderen Zeit. Ich meine, ist es ja auch. Ist es auch, ja. Die Macht ist ja über völlig verrückt. Türen, Luken, Strom. Karstadt. Stadt Karis, Karstadt. Campen. Das ist ja cool, das. Nein. Das ist eine Stelle? Das ich muss jetzt gerade geben. Du musst zahlen. Gebietsverkäufer, aber in 1991. Gebietsverkäufer, was zahlen sie? Steht nicht da, gell? Boah, die haben wirklich alles gefladert. Wenn man da reinschaut, einfach mal komplett leer. Na ja, gut. Also, du hast doch zuerst irgendwo eine Kohle drüber gefunden, verstehe ich gar oder? Nicht, weil da lag doch, in der DDR lag doch immer Alu und kein Kupfer. Stehen lassen, aber als Leitung. Noch einen. Nein, da unten liegt ja nicht, stimmt, ja. Oder hat die Stasi gute Kupferleitung gekriegt? Kinder-Schokolade! Mit diesem alten Typen da, mit dem alten jungen Typen, der mittlerweile auch schon alt ist. Und altes DDR-Porzellan. Ah, hier ist noch unser cooler Schrank, gell? Ah. Was war hier damals drinnen? Waffen. Schwere Geschütze. Hatte jeder einen eigenen Schrank, jeder Soldat, mit eigenem Schlüssel und konnte seine Knarre da. Ach was, Knarre. Wenn man sich denkt, der ganze Bunker ist so verdammt groß, dann ist so ein kleiner Waffenschrank da. Ja, ja. Das Herz der Anlage. Der ehemalige, wie hat er geheißen? Milko? Milke. Milke, ups. Milke erinnert mich immer an Milchcreme-Kühlung. Minister der Staatssicherheit. Ah. Also quasi Stasi-Chef in der DDR. Ich komme aus dem Ösiland, das Ding. Das Herz der Anlage eigentlich. So richtig ranziger Teppich, aber richtig ranzig. Ach, da hat er seine Übertragung von da aus gemacht wahrscheinlich, steht, ne? Ja. Bestimmt, ja. Schöne Raum. Das ist ja nur noch Schimmel, Alter. Boah, da sind Tiere rausgekommen. Die lebt schon. Ich wollte gerade sagen, hast du gesehen, wie die alle so Panik! Flieht ja nach! Schimmel wir heute eingeatmet haben. Gar nicht mal so gut, ja. Das ist kein Muster, das ist Schimmel. Ja, aber eines kann ich dir hundertprozentig sagen, das ist nicht der originale Stuhl. Ja. Da bin ich mir zu 100% sicher. Aber in Milke seine King Size Suite
wie auch immer, ist hier. Das war sein. War das ein Schlafgemach, glaubst du? Hätte er da schlafen können? Ist ja verrückt, ey. Der einzige mit eigenem Badezimmer. Stimmt. Ich meine, das Badezimmer ist in der heutigen Zeit hässlich bis zum geht nicht mehr. Hey, voll schön, ja. Aber das ist halt auch aber so DDR, diese Badezimmer. Scheiße in der DDR. Ja. Das ist das pure DDR-Feeling. Ja. Und überall sind diese. Das sind eigentlich so Tafeln. Glaubt man gar nicht. Das sind an der Wand aufgehängte Tafeln und da hat er wahrscheinlich dann irgendwelche Spatzi-Bilder draufzeichnet. Irgendwie Blödsinn halt. Dann hat er getan! Ach, das war's schon. Ja, wild. Schade, dass da nichts mehr drin war, so richtig. Ja. Das hätte ich halt mehr gefeiert. Aber wenn man sich so reinversetzt, wenn man an seiner Stelle war, so das erste, also ja. Das ist schon cool zu entdecken. Das macht richtig Bock, ne? Ja, weil. Deswegen ist Lost Place also cool irgendwie, weil es einfach Spaß macht, ne? Krass. Schon verrückt, Alter. Ja, schaut mal bei Jarius Lee vorbei. Ich habe keine Ahnung, was er sonst so macht, aber wahrscheinlich nur so ein Kram. Sieht ja sehr danach aus. Dass er sowas häufiger macht, wenn ich da jetzt das rechte Bild so sehe. Er macht bestimmt oft, ja.